Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Star Wars Galactic Battlegrounds. Nächste Mission. Spinnen. Was? Irgendeine Beute Lord gewinnt. Sidious, wir haben das zentrale Versorgungslager der Naboo geortet. Offenkundig werden alle in Naboo gesammelten Rohstoffe zu dieser Position geschickt. Cool. Dort werden sie in Raumhäfen zwischengelagert, bevor man sie weitertransportiert. Unsere Blockade unterbindet einen Weitertransport der Rohstoffe. Und deshalb müssen ihre Vorratslager aus allen Nähten platzen. Ja, dann geht's mal los. Okay, die haben Ihr Grenadiere, müsst ne? eine bestimmte Menge Nova-Kristalle aufbringen, um uns bei der Finanzierung der Invasion zu helfen. Spinnaker ist das zentrale Versorgungslager der Naboo. Eure Aufgabe ist es, die Versorgungslinien zu unterbrechen, UM-9. Wieso kriege ich eigentlich keine Standardinfanterie dazu? Ist mir doch wurscht, ob wir da einen Wachposten haben. Macht das Tor kaputt. Kampfmech, natürlich. Lass die Truppen raus. Blob. Ja, gut. Grenadiere. Los, einfach. Mach einfach alle das Tor kaputt, okay? Ich glaube, dann würden wir uns schon sehr darüber freuen. Nicht das! Das da! Gott! Nicht dein Ernst. Das nenne ich perfekt programmierte KI. Kollateralschäden? Ja, Kollateralschäden. Ich finde, die Panzer sind hier aber auch irgendwie viel zu schwach geworden. Irgendwie viel zu schwach? Hier, überleg mal, so eine Angriffsstärke von einem MTT, also eigentlich den Hybridtransporter, 18, wird hier als Sturmmech beschrieben, gegen einen AAT, 6. Das ist schon leicht dämlich. Naja, aber ich glaube, das Spiel ist halt irgendwie auf der falschen Engine aufgebaut für sowas. Das ist viel zu allgemeingültig, weil du musst ja irgendwie das Balance hinkriegen, dass alle die gleichen Einheitentypen haben. Oder hat man sich anscheinend nicht die Mühe gemacht, für die einzelnen Fraktionen auch noch eigene Namen zu nehmen. Sie haben eine Kampagne und fertig. Dafür, dass ihr so viel Gutes über diese Kampagne berichtet habt, bin ich recht enttäuscht. Auch nicht mal als Originalsprecher. Jetzt sag nicht, das Ding. Oh, das Ding wird auch handeln. Ja Gott. Oh, was machst du denn da? Du bist so ein dummer Druide. Alter. Irgendwann kommen wir durch. Irgendwann in 100 Jahren. Was sind das eigentlich für La. Oh, nicht dein Ernst. Die sind auch noch per Schildgenerator geschützt. Ey, weg mal. Technisch gesehen brauchen die in der Naboo überhaupt keine Mauern. Unrealistisch. Meine, die führen keinen Krieg auf ihrem Planeten. Es gibt ganz. Oh, scheiße. Es gibt ganz bestimmt keine ausgewiesenen Landezonen. Ja, ich lasse die musste jetzt kurz weiter schießen lassen, weil. Ja. Meine Maus leer ist. Die hat sich mittendrin verabschiedet. Boah, hier ist so scheiße heiß drin. Grad. Sag mal, liebes Thermometer. So, jetzt einfach alle hier rein. Dann bin ich doch froh. Das Dämliche ist, die ganze Truppe ist so schnell wie die langsamste Einheit.
Die langsamste Einheit ist da einfach hier der MTT. Ich reinige hier den Prozessoren. Danke. Was bist du? Was bist du? Befehlszentrum. Muss zerstört werden. Wir ergeben uns. Oh. Unser Dorf gehört euch. Nehmt mit, was immer ihr wollt. Gut, dann hat sich das erledigt. Habe ich auch. Ist das ein Tor oder? Nur ein dummer Bogen. Ich habe sogar jetzt. Leichte Türme, aber nur. Interessante Gebäude hier. Was heißt dir denn? Jäger? Was wird denn von der königlichen Marine angegriffen? Wie könnt ihr es wagen? Die haben sich gerade frisch ergeben. Haben gerade frisch kapituliert. Schlachtet euer eigenes Volk für euren Sieg ab. Was seid ihr denn für Naboo? Dann würde ich mal sagen, müssen wir das sofort mit Vergeltung büßen lassen. Klar zum Ablegen. Naja, mach du mal weiter. Mehr davon. Das interessiert mich hier gerade weniger. Oh, Artillerie. Passt auf. Meine Sturmmails, Angriff. Angriff. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Oh, ein Luftwaffenstützpunkt. Dafür sind wahrscheinlich die Raketen da. Ach, ist das noch ein Lager? Alter! Was soll denn der Mist? Also, diese KI, das ist. Das ist ein Graus. Die eigene Wegfindungs-KI. Ist ja schlimmer als im Empire at War. Und balance-technisch ist es auch leicht für den Arsch. Du willst mich verarschen, oder? Balance-technisch ist es auch leicht für den Arsch. Ich bin mich von diesem Spiel nicht so überzeugt. Wie der ein oder andere von euch. So, einfach mal kaputt machen, bitte. Wo kommt ihr denn her? Erstmal den Luftwaffenschützpunkt zerstören. So. Ja, hier baut irgendjemand schon fleißig ab, aber wir müssen mal die Produktion effektiver gestalten. Was macht ihr eigentlich hier? Ah, ihr seid Baukräfte von denen, also. Ja, dann von mir aus seid ihr auf die Jagd. Ja, wurscht. Ihr. Weiter Carbon abbauen. Oder besser gesagt, mehr Carbon abbauen. Alter! Ist der jetzt auf eingestiegen? Gott. Oh, Artillerie. Die Türme sind auch viel zu. Alter, die haben jetzt. Ich brauche Artillerie und zwar mächtige Artillerie. Ich glaube, ich ziehe mich erstmal nochmal zurück. Alles zu unbalanced. Ich. Oh, Granatwerfer. Nicht dein Ernst, oder? Druidikas. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das sind Druidikas. Einen, der die Armee instand hält, ey. Das ist. Nee, nee.
fühle mich gerade ernsthaft beleidigt. Hier können wir euch irgendwie reusen. Das sind doch Reusen, oder? Ja. Hier mehr Nahrung, ey. Wir müssen die Armee wieder aufbauen. Und zwar stärker als je zuvor. Nein, du sollst den reparieren. Stopp, halt, stopp. Halt, stopp! Ihr werdet auch mal effektiver. Oh, nett. Kann man bei dir ein Nabu-Gebäude bauen? Nee, das sind ganz normale Gebäude von uns. Da baust du mal ein Gefechtszentrum. Energiekern. Hm. Eine Fahrzeugfabrik haben die uns aber anscheinend nicht überlassen. Dann auch nochmal gucken. Panzer. Nicht genug Carbon. Muss ich jetzt hier wieder die halbe Länderei niederschweißen oder was? Anscheinend. Nein, falsch. Du. Reparieren den da. Ich habe ein Truppenzentrum. Schwach. Tja, ich würde mal sagen, das erkläre ich hierbei zum Abbaugebiet. Danke. Geht mal weiter auf die Jagd. Tut das, wozu ihr da seid. Jäger. Ihr greift mit Jägern an, ey. Also, den falschen Jägern. So, jagdtechnisch halt. Komfortfunktionen fehlen hier irgendwie. Ja, jetzt müsst ihr das ertragen. Ich meckere hier jetzt schön rum. Ich nehme euch euer geliebtes Spiel auseinander. Ich hätte gerne einen Orbitalbombardement. Ist das so schwer? Königliche Marine. Panzer. Brauche Panzer auf jeden Fall. Und mehr Laser. Bessere Laser vor allem. Du? Ja, mach den mal. Reparier mal unsere lieben Druidikas. Die schön hier die Front halten. Los. Oh, Druidikas! Alle Druidikas wieder zurück. Die sind viel zu offensiv. Vor allem, die rollen dann immer so einen Schritt vorwärts. Wenn sie dann fliehen, weil sie verschossen haben. Oh, komm, rollen wir die mal hinterher. Ist zwar egal, ob das im Prinzip Selbstmordaktion ist, aber egal. Mehr Druiden. Ja, ich missbrauche jetzt die Nabu dafür, dass sie mir Druiden bauen. Mist. Ich muss jetzt techen. Wie viel? Oh, Nahrung. Und wahrscheinlich auch. Nee, Nahrung nur. Ja, das ist Nahrung, ne? Mach mal Nahrung schneller. Gott. Scheiße, jetzt muss ich niesen.
Was könnt ihr? Oh, Sichtweite. Gut, das hat Nahrung gekostet. Ja, das ist passiert. Scheiße, jetzt wird es hier auch noch über 30 Grad heiß. Kommt davon, wenn der Rechner läuft. Finde ich gut. Ja, das kostet alles Nahrung. Was ist denn das? Also ich finde das System in Empire Dwarder besser, dass das alles Geld kostet und Nahrung. Oh, guck doch mal. Wir sind Druiden. Wir müssen, wenn wir über etwas nachdenken, müssen wir, ja, brauchen wir Nahrung, etwas zu essen. Die Nabu. Ja, du brauchst alles Mögliche. Aber vor allem brauchst du eins. Hirn. Also das ist so... Nee, das nämlich ist... Das sind eigentlich ja schon mittlere Türme. Das sind leichte Türme. Leichte Türme, okay, aber wieso mittlere Türme? Ich habe doch keine Artillerie. Muss ich echt techen. Gott, kann man hier das nicht irgendwie vorspulen? Klappt das? Sieht schneller aus. Oder vielleicht will ich auch einfach nur, dass es schneller aussieht. Ja, ich verschwende gerade Nahrung, dafür ist mir jetzt wurscht. Du bist ein Kundschafter. Nicht, dass da auf einmal später zum Kampf mich hoch. Mittlere Mauer. Wollt ihr mal meine Mauer reparieren? Oh Gott. Also diese Engine von Age of Empires hat ja, ist ja ganz lustig und irgendwie überall, ja, funktionabel, aber diese manchmal an manchen Stellen denke ich mir so, verliert mir meine Mauer. Was ist das denn? Lustig. Ja, jetzt kann ich zechen. Nicht genug nach und willst mich verarschen. Wolle mich trollen. Ja, du wolle mich trollen. Wolle mich richtig trollen. Wovon die denn jetzt lagen? Oh, hab ich einen neuen. Inzwischen haben wir wenigstens Carbon. Wieso man für Druiden Nahrung braucht, ist mir ein Rätsel. Ich höre die Uhr. Mann, ist spät heute schon. Ich bin es inzwischen gar nicht mehr gewohnt, lange aufzubleiben. Ich bin ein schlechter Student. Also, jetzt hoffentlich kriegen wir jetzt langsam auch wieder Geld rein. Ich brauche 200 Nova-Kristalle. Das ist hoffentlich jetzt langsam kein Ding mehr. Ja, doch, das Spiel läuft schneller. Kostenfregat Nova-Kristalle. Natürlich. Ja, ich musste in diesem Raumhafen. Die haben ja alles mit Schildgeneratoren geschützt. Das Ding ist, das ist ja nicht sowas wie ein Schild bei Empire at War. Nein! Es ist ein Schild, der die einzelnen Gebäude schützt. Und, dementsprechend, wie viel Leben das Gebäude hat, also wenn es jetzt eine große Festung ist, hat das Ding auch dementsprechend mehr Schild. Fragt mich nicht warum. Wird natürlich aber alles gespeist vom gleichen Schildgenerator. So, Ah, ich hab vergessen, ich kann keine Panzer bauen. Wo standst du? Aha. Finde ich gut. Was ist das für ein Bild? Ah,
Ernsthaft? Das ist irgendein Mannequin. Gefühlt sogar aus dem Zweiten Weltkrieg mit so einem Fernrohr in der Hand. Bin enttäuscht. Er hat sogar in Episode 2 ein wunderschönes Bild für einen Kampf drüben mit Bild. Das ist immer noch Soldat. Achso, der hat nie. Wir sind ja noch nicht. Ich dachte schon, wir wären getächt. Hätten getächt. Los, vorrücken. Eine Bewegung. Ihr schafft das. Anscheinend nicht. Gebäudekette ist voll besser als ja, sie haben keine Nahrung mehr. Weiß? Wer wagt es? Nein, falsch. Das da. Dann das. Du baust einfach nochmal eine Reuse. Ich brauche mehr Kampfdroiden. Und das brauche ich auch. So. Wir haben getächt und können Panzer bauen. Mist. Drüber 10% Geschwindigkeit ist mir wurscht. Ich brauche eigentlich für Panzer, brauche ich doch keine. Wieso brauche ich dafür Nahrung? Was läuft da bei euch falsch? Fangen doch nicht an, irgendwie. Druiden fangen doch nicht an, für die Produktion eines Panzers was zu fressen. Es wäre auch lustig, irgendwie so ein Unterhaltsmodifikator. Kannst du bauen, so viel du willst, aber der Unterhalt steigt halt immer. Und eine gewisse Standardkosten halt am Anfang. Grenadiere. Wir plündern hier einfach mal. Also plündern im Sinne von rauben und schatzend durch die Länder streifend. Ich brauche Panzer. Gott, Nahrung. Mehr davon. Ah, den Ball, genau, ich wollte ja. Ach Gott. Untätig. Ihr seid böse, ja, seid untätig. Ja, endlich können wir einen Lüftungsschutz bauen. Ich will aber erstmal eine schwere Fabrik. Die baue ich dahin. Ja, ich werde den ganzen Scheiß hier industrialisieren. Diagnostik-Check eingeschaltet. So was, ich kann endlich jetzt. Meine Armee wird ja noch kleiner als im letzten Part. Da das Bevölkerungscap noch niedriger ist. Dies sieht sehr lustig aus. Dann brauche ich Artillerie. Meine Panzer dies. Machen wir uns langsam mal wieder auf. Wir haben jetzt mehr Panzer als vorher. Und wenigstens haben wir keinen Held dabei, bei der Tod irgendwie zu verrecken. Eine riesige Anlage für Artillerie. Ihr, wisst ihr, was ihr machen könnt? Luftwaffe. Ganz genau, ich nenne das nicht Luftwaffe. Los. Okay, diese Druidikas sollten vielleicht das nicht tun. Weil die kann ich nicht bauen. Man muss... Na hier, tau... Das ist... Oh. So ein bisschen Mist, ey.
Oder, Moment, wie viel Leben hast du? Oh, ganz doofe. Das schaut lieber das da. Die haben ja auch noch eine Festung. Wo will er mich verarschen? So, mehr Panzer. Mehr Infanterie. Eine bessere Infanterie. Ah, zerstört. Der Schild müsste jetzt eigentlich bei allen Gebäuden hier massiv runtergehen. Ja, ich hätte zuerst hier den, hätte eigentlich den Energiegenerator zerstören sollen. Oh, die Luftwaffe, ist das ein Bomber? Ah, oh, Bomber. Nicht genug Nahrung, ich gebe ja gleich nicht genug Nahrung. Meine ganze Angriffsfront ist wieder gestorben. Was erwarte ich denn von denen auch? Was? Reuse erschöpft? Cool. Nicht. Nein, was bist du? Du bist ein Nahrungsverarbeitungszentrum. Alter. Wie die Wacken rumwackeln. Das erinnert mich irgendwie total an. Wie ist er nochmal, der Roboter aus Borderlands? Ich hab's vergessen. Ihr kostet zum Glück keine Nahrung. Ihr könnt jetzt eigentlich eine Artillerie mehr aufstellen. Ihr kostet aber auch Nahrung. Böse Scheiße. Noch eine Reise. Noch eine Reise. Wunderschön. Artillerie tut ihren Dienst. Mal wenigstens hier irgendwas. Es ist so schwer, hier einfach gutes Personal zu finden. Ja, ich kann sie bombardieren. Endlich die Dinge, die ich mir schon seit Ewigkeiten erträumt habe. Ich brauche mehr Nahrung. Häuser. Nochmal zwei von den Dingern. Mist! Die haben Luft. Ah, die Festung. Ja. So. Meine Artillerie könnte aber nichts tun. Dummen Drecksinger. Ich brauche was für Flugzeuge. Nee, ich brauche was für Artillerie. Bist du bescheuert? Wo steht denn hier noch ein Schildgenerator? Alter! Die Festung geht ja ab! Ich spam jetzt mit Artillerie zu! Das glaube ich, glaube es hakt! Nahrung, Gott. Wo ist mein Marktplatz? Und doch hier wohl. Ich habe hier keinen Raumhafen, das ist ja grauenhaft. Bis. Oh, Stoff erschöpft. Ich weiß, sie hatten vorher einen anderen Auftrag, aber ist mir jetzt wurscht, die sollen irgendwas tun. Hm.
ist hier. Ist das pure Militärzentrum hier? Hast du einen Aufklärer? Du bist billig. Jäger. Oder ich könnte auch ein paar Schweißer bauen. Kostet dann auch keine Nahrung, weil Nahrung echt Rarität. Ist leer. Ist Kartenende. Und ich dachte, Artillerie hat so einen hohen Sichtbereich. Ich bin wohl getäuscht. Ich muss den Schildgenerator finden. Was bist du denn? Oh Gott. Aua. Aua. Gott, ich brauche einen Bomber. Baut halt mehr Reusen. Ist mir jetzt auch wurscht. Schweißpanzer schweißt was weg. Batterie noch mehr. Die Front und die Folge. Alter, ist die Folge lang. Das nehme ich als Entschädigung einfach mal dafür, dass so lange es nicht mehr kam. Deshalb mache ich jetzt hier einen Schnitt. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Gabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen